das Deutsch ist wirklich, er sagt ja sehr, sehr schlecht. Und ja, damit alle verstehen. Alors, je voulais tout d'abord, avant de prendre un côté un peu plus spirituel, remercier la communauté de Nidelbad qui nous accueille en ces lieux et qui nous permet surtout de retisser des liens qui furent, on va dire, ancestraux entre nos communautés gallicanes de France et puis la communauté de Nidelbad. Aujourd'hui, on fête à quelques semaines près les 70 ans d'un grand Kirchentag qui a eu lieu ici, où notre évêque, patriarche de l'époque, est venu avec son auxiliaire, avec plusieurs autres évêques, où ils ont célébré la fin de la guerre, le retour de la paix. Also zuerst möchte ich gerne, also möchte gerne zuerst einmal danken, dass wir hier dürfen sein für die gallikanische Kirche aus. Und zwar, es ist, heute ist es noch ein historischer Tag, und zwar hat genau heute vor 70 Tagen, hat ein grosser, 70 Jahren, hat ein großer Kirchentag stattgefunden. Also da sind die Patriarchen von der gallikanischen Kirche hierher gekommen und haben quasi das Ende vom Zweiten Weltkrieg ja, und der Rückkehr quasi im Frieden wieder gefeiert und sind da gewesen. Sie sind auch regelmäßige Weihen und auch Austausche stattgefunden, und das ist natürlich von daher auch ja, da wir so historisch noch können sein, wieder, ja, sind wir natürlich froh. Pour l'instant en Suisse, notre communauté gallicane est modeste, et puis en plus on a un petit souci, c'est que la branche francophone de Romain Mautier, ils ne sont pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé sur la route, il devait être présent ce matin, le père Claude et puis ses quelques fidèles à lui, je ne sais pas ce qui s'est passé, on n'a pas eu de nouvelles, on n'a pas réussi à les joindre, mais voilà, on est heureux de se retrouver ici. Also wir sind jetzt eine kleine Gemeinschaft, aber hier in Zottiswil, und dann haben wir noch eine Branche neu in der Nähe von Yverdon, haben wir auch. Jetzt wissen wir nicht, der Berg Claude ist eigentlich und, ist für die Gemeinde in der Romandie zuständig, und wir haben keine Informationen, keine Nachricht von ihm. Wir wissen nicht, wo er ist, ob er unterwegs ist, und er hätte eigentlich auch da sein sollen. Und ja. Alors, j'aimerais développer ce matin un thème que mon prédécesseur, Monseigneur Lescouzer, avait développé ici même il y a 70 ans dans cette chapelle, qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Er möchte gerne ein bisschen auf der spirituellen Ebene, möchte gerne ein Thema quasi aufgreifen, wo Monseigneur Lescouzer für ihn sehr wichtig war. Das ist eigentlich, eben, wenn Brüder in Eintracht miteinander wohnen. Le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous annonce, entre autres choses, que le temple sera détruit, mais qui, surtout, il sera rebâti. Et je pense que cette phrase, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, est cette vision d'un temple rebâti. Also, der Christus tut uns eigentlich auch, heute im heutigen Evangelium, quasi die Zerstörung vom Tempel. Ankünden, allerdings auch wieder eben mit dem Satz, es ist vom Psalmist, es ist eben, es ist schön, wenn Brüder in Eintracht wohnen, quasi ein neuer Aufbau vom Tempel, aber eben ein anderer Tempel. C'est par l'union, c'est vraiment par la fraternité, la vie ensemble, ici, dans cette communauté, vous le vivez au jour le jour, c'est un modèle réduit de ce que devrait être le christianisme aujourd'hui et de ce que doit être le christianisme aujourd'hui, c'est-à-dire des frères qui, dans leur diversité, chacun selon ses coutumes, ses rites, sa vie, vit ensemble autour d'un seul et même idéal, l'Évangile. Also im Prinzip, man kann auch sagen, oder, da als Nidelbad ist es so ein Modell auch, ein kleines Modell, und im Prinzip von dem, was eigentlich Christum sollte sein, dass verschiedene, also Christen und Christinnen von verschiedenen Denominationen, verschiedenen Riten, können miteinander zusammen sein, miteinander zusammen beten,
ja, das Evangelium leben. C'est vraiment en vivant l'unité, en vivant l'évangile tous ensemble, en faisant fi des différences, que nous arriverons, que nous pouvons agir pour reconstruire le temple, non pas un temple physique, mais un temple spirituel. Ce temple spirituel qui est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. En principe, il y a dans cette fraternité, dans cette communauté, 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 dans in diesem Prozess eigentlich tönt der neue Tempel erbauen. Ce n'est vraiment pas par des discussions ininterrompues, des discours, des promesses, des décortiquages, dur à traduire, des décortiquages, on va dire des chipotages même, on dirait en français, sur telle ou telle phrase qui feront avancer l'unité, mais c'est vraiment la prière commune qui nous fera avancer. Also im Prinzip ist nicht was uns vorwärts bringt. Ökumene ist nicht die ständigen Diskussionen über den und den Punkt, sondern eigentlich miteinander sich miteinander beten vor allem. Jetzt auch unmittelbar durch die Möglichkeit auch vom Zusammensein, vom sich begegnen. Travaillons tout spécialement durant ce temps de la Passion qui s'ouvre devant nous. Travaillons ardemment à prier et à communiquer cette envie de prière autour de nous pour que l'unité se fasse dans cette prière commune, dans cette fraternité vécue réellement, pas une fraternité de façade, mais une fraternité vécue réellement, sincèrement, de cœur à cœur. Machen wir eigentlich in dem Sinn das zur Aufgabe, jetzt auch in der Beginn der Passionszeit, eben in dem Gebet zu leben, in dem quasi dieser Einheit im Gebet auch hinzustreben. Si les chrétiens se déchirent et continuent à se battre, le sacrifice du Christ ne sert à rien. Wenn wir so weitermachen, dass sie sich gegenseitig quasi gegenseitig bekämpfen, dann ist im Prinzip das Opfer Christi im Prinzip ins Leere gelaufen. Seuls des chrétiens unis, heureux de vivre ensemble, heureux de témoigner de l'Évangile, tous ensemble, pourront être des témoins de la résurrection. Wir sind eigentlich nur Christ, also im Prinzip können wir nur wirklich Zeugnis geben, auch Zeugnis von der Freude von der Auferstehung vom Herrn, wenn wir wirklich eins sind, und zwar eins im Gebet. C'est en agissant ainsi, je le pense humblement, que nous pourrons hâter la venue du royaume de Dieu. C'est en agissant ainsi que nous pourrons presser la venue. Im Prinzip aber durch das Gebet und durch die quasi die Zusammenführung im Gebet ist eigentlich im Prinzip das die einzige Möglichkeit, damit auch das neue Reich Gottes kommt. Cette chapelle contient le trône où le Seigneur pourrait revenir dans la gloire. Le socle, il est bien indiqué, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Gardons toujours ce cri dans nos cœurs. Et c'est vraiment une prière que nous pouvons faire tous ensemble et que nous ferons à la fin de la messe, puisque nous irons prier devant le trône. Tous les chrétiens, ça doit être un message, un cri de notre cœur, de dire Maranatha, viens Seigneur Jésus. Vous allez eigentlich wieder das Bewusstsein haben und auch quasi der Schrei in uns innen. Dass wir den Herr wirklich erwarten, dass wir in dieser Erwartung, wie die ersten Christen auch gelebt haben, das Maranatha. Und das ist in dieser Kapelle eben schön mit dem leeren Thron eigentlich angegeben, der Thron, wo Christus
ja, wie wartet, dass er kommt. Und, eben, und wir sollten in dieser Erwartung auch wieder mehr, ja, mehr leben. Il n'y a pas de petite prière. Même si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit le Seigneur. Donc même si deux ou trois chrétiens d'orientation de confession différentes se réunissent pour prier et lui crier « Viens », le Seigneur nous écoute et nous entend. Also der Herr, selbst bei mir, es spielt keine Rolle, wenn wir nicht eine große Gemeinschaft sind. Es kann auch sein, selbst wenn wir jetzt zweite oder dritte sind und miteinander beten, auch wenn es Christen sind von verschiedenen Traditionen, wenn man miteinander da ist, Christus tut uns ja auch versprechen, dass er dann bei uns ist. Supplions en ce jour et durant ce temps qui va nous mener à la résurrection. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde et qu'il nous aide à vivre dans cette fraternité les uns avec les autres. In dem Sinne eben, tun wir weiter eben beten, dass jetzt in dieser Zeit bis zur Auferstehung, dass wir in dem Gebet innen bleiben und dass der Herr uns auch den Segen schenkt, um auf dem Weg zu sein. Qu'il nous permette, avec la force de l'Esprit Saint, d'être des acteurs fervents de l'avènement du Royaume. Dass er uns auch die Kraft und das Segen gibt, um quasi Mitarbeiter sein in dem neuen Reich Gottes. Qu'il nous donne sa bénédiction et nous protège, et que ses saints anges et l'Esprit Saint soient toujours avec nous dans cette mission qui nous est confiée de vivre ensemble. Dass auch der Heilige Geist quasi auf uns kommt, dass der Herr uns die Kraft gibt, den Weg zu gehen. Soyons des ouvriers de paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Also eben, dass wir sollten Mitarbeiter und Arbeiter sein für den Frieden. Amen.